Weil du bist genau so wie alle anderen Betrüger. Das Skript, was du da Also, vorliest, ist eins zu eins das gleiche wie bei allen anderen Betrügern. ja, aber es gibt tausende verschiedene Firmen. Woher wissen Sie, ist das ein richtiger oder nicht, ja? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute konfrontieren wir die Betrügerin mal wieder eine ganze Weile damit, was sie für einen Job eigentlich ausübt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja. Herr Steiner, hier ist Amelie Miro von Firma Hashtag. Ah ja, das ist ja schön. Sie sind gerade auf unserer Website angemeldet. Ja, ich habe hier so eine Werbung gesehen, ja. Genau. Herr Steiner, ich bin Ihre Kontoberaterin und kann ich Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren und ich erkläre über weitere Schritte. Okay. Herr Steiner, zuerst möchte ich fragen, ob Sie haben schon Entscheidungen getroffen. Mit wie viel Geld möchten Sie bei uns Handelsprozess fangen? Ja, ich würde erst mal sagen, ich fange mal mit 50 € an. Tja, die Lieblingsfrage der Betrüger. Wie viel Geld will man denn eigentlich in das ganze Ding reinwerfen und nie wiederbekommen? Aber schön, dass sie das Ganze hier schon in den ersten paar Sekunden fragt. Ne? Also, die Betrüger werden hier immer schneller. Mittlerweile toppen sie das Ganze schon unter einer Minute, gleich erstmal zu fragen, wie man einzahlen will und wie viel. Herr Steiner, Mindestbetrag, das ist 250 €. Ach so. Ab 250 bis 1000 €, Sie können jede Ihre gewünschte Summe aussuchen. Okay, also muss ich erstmal 250 und dann darf ich 50 € einzahlen. Genau. Okay. Also, Sie brauchen zusätzlich noch 50 € nicht mehr einzahlen, weil mit diesen 250 €, Sie aktivieren gleichzeitig Ihr Handelskonto und Sie können auch Handelsprozesse anfangen. Ach so, ja, jetzt habe ich das verstanden. Genau. Ja, dann machen wir das so. Okay. Herr Steiner, darf ich fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Master? Ja, habe ich. Okay. Benutzen Sie ein Visa oder ein Mastercard? Ja. Welche haben Sie? Na, beide. Okay, beide. Gut. Herr Steiner, wir haben im Büro Visa und Mastercard Abteilungen. Deswegen, wir können diese Transaktion auch von unserer Seite probieren. Aber natürlich, Ihre Karte muss extra gesichert sein und Sie bekommen Bestätigungscode oder Anfrage, womit Sie schaffen, von Ihrer Seite diese Transaktion bestätigen, ja? Was meinen Sie mit, die Karte muss extra gesichert sein? Also, wenn Sie etwas mit Ihrer Karte zahlen, bekommen Sie zum Beispiel SMS-Handcode oder haben Sie Applikationen von Ihrer Karte? Ja. Okay, dann Ihre Karte ist extra gesichert. Das bedeutet, jede Transaktion, was Sie anfangen, Sie sollen es von Ihrer Seite bestätigen, ja? Also ohne Ja. Ihre Bestätigung, Geld wird nicht abgebucht. Okay. Genau. Herr Steiner, dann probieren wir jetzt diese Transaktion. Möchten Sie Visa-Karte benutzen oder Master? Ich habe beide Karten. Okay, dann fangen wir das mit Master-Karte. Also Und für Sie diese mögen lieber die Masterkarte. Okay, dann für diese Mastercard, haben Sie eine Applikation oder machen Sie das mit SMS-Encoder? Was ist eine Applikation? Ein Programm, zum Beispiel Online-Banking für Ihre Mastercard. Da gibt es ein Programm für? Also, Herr Steiner, ich möchte einfach nur wissen, wenn Sie etwas mit dieser Mastercard zahlen, Ja. bekommen Sie zum Beispiel SMS-Encoder, womit Sie sollen Transaktionen bestätigen? Oder haben Sie irgendwelche Applikationen, Online-Banking, wo Sie bekommen zum Beispiel Anfrage, welche können Sie entweder annehmen oder nicht, ja? Okay. Ja, nee, da kriege ich, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kriege da eine SMS. Okay. Dann also probieren wir das trotzdem und falls es nicht funktioniert mit Ihrer Mastercard, dann können wir zum Beispiel Visa benutzen, ja? Ja, dann machen wir das so. Wenn Sie sagen, das muss so, Okay. dann machen wir das so, ja? Okay. Dann, ich brauche zuerst zu wissen, die Ablaufzeit. Also, wie lange ist Ihre Karte gültig? Ach so, warten Sie, dann muss ich mal, die Masterkarte wollten Sie jetzt haben, ne? Genau. Ja, dann suche ich mir mal eben meine Masterkarte. Okay. Und noch eine Frage. Also, haben Sie aktuelle Guthaben auf Ihrer Masterkarte oder ist diese Karte im Minus? Ja, das ist ja eine Kreditkarte, die ist immer im Minus. Auf einer Kreditkarte kann man doch kein Guthaben machen.
Okay, also kann sein, weil diese Karte ist in Minustransaktion, wird nicht erfolgreich, aber wir können es trotzdem probieren. Nö, nö, also da habe ich ja ein Kreditlimit und da geht man ja ins Minus. Das ist ja der Sinn an so einer Karte, damit die Bank da ordentlich Geld dran verdient. Genau. No? So, also die Mastercard wollen Sie jetzt haben, ja? Genau. Ja. So, jetzt habe ich vergessen, was Sie von mir wollten da, welche Nummer, was soll... Ablaufzeit. Sie meinen das Verfallsdatum. Genau, also wie lange ist diese Karte gültig? Ja, da steht November 24. Also 11.24, okay. Ja, genau, das steht da. Hm. Ich brauche jetzt Kartennummer, es soll mit 5 anfangen. Und was kommt danach? Ach so, die lange Nummer. Genau. Ja. Die lange Nummer ist warten Sie, das ist die 5253, dann die Können 9... Können Sie bitte die einzige Zahlen diktieren? Ach, Sie wollen die Zahlen einzeln haben? Genau. Also jeder einzelne immer nach und nach? Ja, dann... Also, die komplette 16 Zahlen, aber diktieren Sie bitte es einzeln, ja? Zum Beispiel 5, 0, 0, 0... Ne, das steht hier nicht. Also hier ist eine 5 am Anfang. Ja. Sie will's langsam, sie kriegt's langsam. Dann kommt eine 2. 5, 2. Ja. Dann kommt eine 5. 5, 2, 5. Ja. Dann kommt eine 3. 3. Ja. So, dann haben wir hier eine 9. 9. Ja, dann kommt eine 4. 4. Ja, dann haben wir jetzt auch eine 0 mit dabei, ja? 0. Ja, so, dann kommt die 8. 8. Dann eine 9. 9. Mhm. Dann kommt hier eine 1. 1. Ja, wissen Sie, das sieht man hier so schlecht. Das ist hier bloß so geprägt auf der Karte. Da kann man ganz schwer erkennen, die Nummern. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Das habe ich jetzt vergessen. 9-1. Ach ja, da die 9-1, genau richtig. So, da muss ich mal einen Finger drauflegen, dass ich das nicht durcheinander bringe. So, dann sind wir hier bei der... Jetzt kommt eine 0. 0? Ja, dann eine 4. 4. Und dann kommt hier nochmal eine 4. 4. So... Ah ja, ganz am Ende kommt noch eine 4. Aber erstmal kommt die 5. Okay, einen Moment bitte. Es soll 16 Zahlen sein, aber ich habe nur... Ich war ja noch 15. Nicht fertig. Tja, ich würde sagen, Intelligenztest komplett durchgefallen. Also langsamer geht's jetzt nun wirklich nicht und sie hat es tatsächlich geschafft, in der Geschwindigkeit auch noch was falsch zu machen. Naja. Gut, aber was will man von solchen Leuten eben auch erwarten? Na, also, ich meine, geht ja nur um die Kontodaten, die sie eigentlich haben wollen, aber schau mal, kriegen sie nicht mal das irgendwie ohne Probleme über die Bühne. Okay, also, ich wiederhole. Ja. 9104, was kommt danach? Wann so, wo? 9 haben Sie gesagt. Genau, 9104. Nee, die fängt ja mit einer 5 an, die Kartennummer. Ja, also 5253. Ja. 9408. Ja, genau. 9104. Ja. 04. Oh, jetzt habe ich, warten Sie, Entschuldigung, da habe ich dazwischen geredet. Das habe ich nicht gehört. Die 91. Ja. Und dann? Was kommt danach? Dann kommt die 0. 0. Dann eine 4. 4. Dann kommt noch eine 4. 4. Dann kommt eine 5. 5. Und dann kommt noch eine 5. 5. Ja. Und dann kommt die 4. 4, okay. Ja. Und ich brauche jetzt Kartenprüfnummer. Das ist dreistellige Nummer und steht auf der Rückseite. Wie heißt die Nummer? Kartenprüfnummer. CVV-Nummer. Ach so, Sie meinen CVV. Ja, ich dachte schon, ich muss nach dem Wort Kartenprüfnummer gucken. Nee, das steht da nicht drauf. Nein. Da steht nur CVV. Genau. Die Nummer brauchen Sie. Genau. Ja, das ist die 1. 1. Dann die 5. 5.
und dann eine 2. 1, 5, 2, okay. Ja, genau. Und Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit 250 Euro, ja? Ja, haben Sie ja gesagt, soll ich so machen, ja. Okay. Einen Moment bitte. Ja, na klar. Gut. Jetzt unsere Mastercard-Abteilung braucht ungefähr 3-4 Minuten für diese Transaktion, ja? Ja. Ich brauche jetzt von Ihnen noch Ihre aktuelle Adresse, also zur Postleitzahl. Ach so, da wo ich wohne, meinen Sie? Genau. Ja, das ist dann die 1, 2. 1, 2. Dann eine 0. 0. Und dann die 5, 5. 5, 5. Ja, genau. Stadt heißt? Die Stadt heißt Berlin. Okay, Straßenname und Nummer noch? Ja, die Straße ist die, also soll ich das buchstabieren? Okay, buchstabieren Sie bitte. Ja, ein H. H. Dann ein E. E. Ja, dann ein N. N. Dann ein R. R. Dann ein I. I. Dann ein E. E. Dann ein T. T. Dann noch ein T. Noch ein T und E. Henriettestraße? Ja, Henriettestraße. Also Henriette, Bindestrich. Okay. Ja, haben Sie so, ja? Ja. Dann L. E. Ein L. L. Ja. Ja. Dann ein U. U. Ein F. F. Ein T. T. Ein I. I. Und ein G. Und dann Bindestrich. Okay. Und dann ein F. F. Ein R. R. Ah nee, ein S. Also nach dem S kommt ein T. S, T. Ein T, ja. T. Also ein S, ein T. Okay. Dann ein R. Hasse. Ja, genau. Okay. Nummer? 77. Okay. Also 77. Okay. Gut. Herr Steiner, jetzt unsere Mastercard-Abteilung fängt für Sie diese Transaktion. Und ich gebe Ihnen Bescheid, also bekommen Sie ein SMS-Ankorde oder sollen Sie es mit dem Online-Banking bestätigen, ja? Ja. Okay. Herr Steiner, ich möchte fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay. Und haben Sie irgendwelche Erfahrungen? Ja. Schlechte oder gute? Ach so, ja, sowohl als auch. Wie bitte? Ich sage sowohl als auch. Okay. Herr Steiner, darf ich wissen, was war Ihre Motivation bei der Registrierung? Also, was erwarten Sie zum Beispiel von unserer Firma? Ja, na, ich will reich werden. Okay. Weil da stand ja auch in der Werbung, dass man da ganz viel Geld mitmachen kann, dass man Millionär wird. 20 Millionen soll man da kriegen. Okay. Sie haben bestimmt ganz verschiedene Karten, ja? Na, ich habe noch so eine andere Karte, ja, wie Sie auch gesagt haben. Okay, von Amazon, richtig? Nee. Oder das ist von Amazon? Nee, das war ja eine Masterkarte, die habe ich nicht von Amazon. Das kann man da Karten kaufen? Natürlich. Okay, nee, habe ich nicht. Also meine ist von einer ganz normalen Sparkasse. Okay. Also von meiner Bank. Habe ich was falsch gemacht? Nein, Herr Steiner. Okay. Bei Ihnen hammert da einer im Hintergrund. Und was war Ihr Hintergrund beim Registrierung? Außer Geld verdienen? Na, ich dachte, da kann man Geld verdienen und deswegen habe ich mich angemeldet. Genau, Sie möchten bestimmt auch Millionär werden, ja?
Ja, da stand ja, dass man da 20 Millionen mitmachen kann mit dem System. Genau. Das stand ja hier. Soll ich die Werbung vorlesen? Lesen Sie bitte. Wie bitte? Lesen Sie. Ach so, ja, dann lese ich Ihnen die Werbung vor. Also vermutlich hat die nette Tante das Ganze hier sicherlich schon durchschaut. Allerdings hat sie mir hier bestätigt, dass man da 20 Millionen Euro mitmachen kann. Das ist natürlich eine unfassbar seriöse Aussage, nicht wahr? Ich denke, wir wissen alle Bescheid, dass wenn wir irgendwo ein bisschen was investieren, so maximal 250 Euro, dass wir da alle unsere 20 Millionen mit rausholen, ist ganz klar. Warte, ich scroll mal nach oben. Da steht, Höhle der Löwen macht Schweizer reich mit Öl. Die Folge darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist wütend. Das ist okay. Das ist die Überschrift hier. Genau, sehr gut. Und Herr Steiner, wie viel mal haben Sie schon mal Registrationen gemacht? Was? Wie oft machen Sie Registrationen? Na, so alle 5 Minuten ungefähr, weil umso mehr man sich ja anmeldet, umso eher kann man Geld verdienen. Upsi, wir sind aufgeflogen. Die Tante kennt uns irgendwoher. Keine Ahnung, woher genau. Wir haben zwar in dem letzten Gespräch schon mit diesem Callcenter telefoniert, aber ich glaube, es war nicht die gleiche Tante. Naja, aber wir diskutieren noch eine ganze Weile. Natürlich, okay. Und jedes Mal geben Sie so frei Ihre Kaffeedaten, ja? Ja. Ganz schlau. Wieso? Was meinen Sie? Herr Steiner, wir haben auch ungefähr von 10 Minuten telefoniert und Sie waren Timo Tonisarum. Ja. Und jetzt sagen Sie, dass Sie sind Gerold Steiner und also könnten Sie bitte ein bisschen seriös bleiben? Nein, weil bei unseriösen Unternehmen kann man nicht seriös bleiben. Ja, also sie hat sich an mich erinnert und Tatsache, ich habe gerade eben selbst nochmal nachgehört. Im letzten Gespräch hatte ich die nette Tante auch dran. Naja, aber die scheinen ja nicht draus gelernt zu haben und machen weiter. Woher wissen Sie, dass wir sind ein unseriöser Unternehmer? Weil die Kriminalpolizei bereits gegen diese Webseite fahndet. Okay. Ja, und ihr seid nichts anderes als Betrüger und Abzocker und die Menschheit muss davon erfahren. Woher wissen Sie es? Naja, von dem Verhalten von dir. Weil du bist genau so wie alle anderen Betrüger. Das Skript, was du da vorliest, ist 1:1 das gleiche wie bei allen anderen Betrügern. Ja, aber es gibt tausende verschiedene Firmen. Woher wissen Sie, ist das ein richtiger oder nicht, ja? Mit so tausenden Registrationen, was Sie jetzt gerade machen, mit verschiedenen Namen. Ja. Sie bekommen keine Information, ja? Na, das macht ja nichts. Dann gebe ich einfach nochmal einen Namen ein und eine andere Telefonnummer. Und dann kriegt ihr das ja gar nicht mit. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass Ihr Leben ist ganz langweilig und deswegen müssen Sie einfach so Spaß machen. Nee, so langweilig ist das gar nicht. Mich rufen ja hier alle 5 Minuten neue Leute an. Und mit denen kann ich mich dann über deren Betrugsmaschen unterhalten. Okay. Ihr seid ja nichts anderes als Betrüger. Herr Steiner, ich verstehe, Sie haben bestimmt ganz schlechte Erfahrungen, aber unsere Firma hat Lizenz. Wir sind offizielle Firma. Ich kann Ihnen alle Informationen geben, was Sie brauchen zu wissen. Und bitte hören Sie es auf, ja? Nein, ich höre da nicht auf mit. Auf gar keinen Fall. Guck mal, da ruft schon der Nächste an, hier schon wieder auf der Leitung. Ja. Also, ich bin nur bei der Arbeit und jedes Mal kommen Sie bei mir, ja? Ja, das wird vielleicht auch noch öfters passieren, denke ich mal. Ich meine, gut, heute muss ich gleich weg, aber morgen bestimmt nochmal. Okay. Dann, ich werde Ihre Nummer blockieren. Das macht nichts. Ich habe viele Nummern. Okay, dann bis morgen. Ich hab morgen Feiertag. Ja gut, dann nächste Woche. Ja, dann Montag. Okay. Alles klar. Dann machen Sie bitte es zwischen 12 und 13 Uhr, ja? Na ja, mal sehen. Ich werde mir dann schon eine Zeit ausdenken. Okay. Ja, alles klar. Dann bis Montag. Tschüssi. Bis Montag. Naja, sie nimmt's scheinbar schon mittlerweile mit Humor.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne den Kanal. Ansonsten schau dir gerne noch eins der letzten Videos in der Playlist an. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.